Hallo, liebe Freunde vom Westend Verlag, liebe Freundinnen, hochverehrte Leserinnen, hochverehrte Leser und seit neuestem auch liebe Hörerinnen und Hörer, denn das, was wir hier Video aufzeichnen, ist später auch als Podcast abrufbar, worauf wir uns freuen, dass wir auch diesen Kanal jetzt seit neuestem bespielen. Heute zu Gast ist Hassan Djiwat. Hallo, ja, Hassan. Hallo. Angereist aus Düsseldorf gerade. Hast du, glaube ich, heute freigenommen für den Tag. Was machst du sonst in Düsseldorf? Ich arbeite und versuche meinen Master nebenbei zu studieren und arbeiten. Hassan hat ein Buch gerade veröffentlicht und es kommt gerade heraus. Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken, warum ein Muslim für Vielfalt, Toleranz und Freiheit kämpft. In Kürze, warum kämpft ein Muslim für Vielfalt, Toleranz und Freiheit? Das ist selbstverständlich. Es ist bei mir persönlich subjektiv ist eine Gewissensfrage. Nach dem 11. September sozusagen hat sich das für mich so geklärt, dass ich dafür kämpfen muss, weil ich gesehen habe, es entstand eine Spaltung in der deutschen Gesellschaft. Und wenn eine Spaltung entsteht, dann braucht man eine lautstarke Mitte hierfür. Deshalb eben dann kämpft man dafür. Deshalb kämpft man dafür. Jetzt müssen wir kurz mal erklären, du bist als Kind, als kleiner Junge nach Deutschland gekommen. Wie alt warst du da? 10. Ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen. Ein Jahr war ich in Syrien und mit 9 bin ich ungefähr geflohen aus dem Irak und mit 10 war ich hier. Also nicht ein Jahr unterwegs, aber... Ja, ursprünglich aus dem Irak. Ja. Stammst du noch deine Familie. Die Situation damals, als ihr hier rübergegangen seid, war nicht einfach, glaube ich, im Irak. Von welchem Jahr reden wir ungefähr? Wir reden vom Jahr 99, wo wir geflohen sind. Oder an dem Jahr sind wir geflohen. Davor hat es ja dieses Embargo, wirtschaftliches Embargo gegeben. Das auch weitergezogen wurde bis 2000, bis Saddam dann eben beseitigt wurde. Und das war wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, in Irak zu leben. Auch auf allen Ebenen. Und davor gab es ja die Kriege, wo mein Vater dann eben sich nicht beteiligen wollte daran, an die Instandsetzung der Waffen bzw. Geräte, die beim Krieg benutzt werden. Das Regime wollte, dass er... Genau. Also jeder wurde ja in dem Rahmen eingesetzt. Jeder ab 16 bis ungefähr irgendwas mit 50, habe ich jetzt nicht im Kopf, wurde in dem Rahmen eingesetzt. Entweder war er an der Front oder hat anderweitig geholfen. So, also die Frauen hatten andere Aufgaben, aber die Männer mussten ab 16 die Schule verlassen, Uni verlassen, müssten halt entweder an die Front oder irgendwie sich beteiligen an die Unterstützung des Krieges. Und mein Vater aus religiösen Gründen, aber auch moralischen Gründen, wollte er nicht daran teilnehmen. Und solche Leute sind dann eben beobachtet bzw. werden verhaftet. Deshalb musste er fliehen. Wenn ich das richtig weiß, ging er zuerst, hat die Situation geklärt und hat dann die Familie nachgeholt. Genau, Familienzusammenführung. Er kam vor uns hier nach Deutschland, ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre vor uns. Und dann hat er die Familienzusammenführung über Syrien dann gemacht. War das zufällig, dass es jetzt Deutschland war und nicht Frankreich zufällig. Oder Italien? Hätte es genauso sein können. Ja. Also zufällig, weil wenn man auf dem Fluchtweg ist, dann wählt man jetzt nicht unbedingt die Länder aus. Klar, man weiß, welche Länder vielleicht bessere Aufnahmemöglichkeiten oder Chancen bieten, aber es hätte auch genauso gut Holland, Frankreich, England. Ich stelle mir das eigentlich ganz schrecklich vor, als Kind vollkommen herausgerissen zu werden aus den gewohnten Lebensumständen, Schule, Freunde, die Straße, das, wo man spielt und ich weiß nicht was alles. War das eine sehr schwere Zeit dann nach der Ankunft hier, bis du dich ein bisschen gewöhnt hattest an das? Oder? Ja, klar. Also das Ding ist, wenn man rausgerissen wird von seinen Wurzeln, dann ist es so, dass man erstmal gebrochen ist. Also tatsächlich wirklich gebrochen. Man hat nicht diesen Mut, man ist davor vielleicht in seiner Heimat lautstark, man ist vertraut mit den Freunden, mit der Gegend. Und wenn man hier ankommt, man kann nicht mal die Sprache, dann geht man von Null. Das ist tatsächlich von Null, wirklich. Man kann ja die Schrift nicht entziffern, man kann also nicht lesen, man kennt die Regeln hier nicht auf den Straßen, dann heißt es fast schon, man kann nicht richtig laufen, sowieso man kennt die Regeln nicht dafür. Man kann nicht sprechen, man kennt die Sprache nicht, also ich kannte wirklich gar keine Worte auf Deutsch. Natürlich Hallo und sowas hat man ganz schnell gelernt, aber am Anfang konnte man sich null verständigen. Und dann ist das sehr, sehr schwierig. Also man trauert alles hinterher.
Also das sieht man nicht nur bei den Eltern, denn man fühlt es auch selber, man vermisst alles, jede banale Sache. Ist das jetzt auch manchmal noch ein bisschen da, diese Trauer, oder ist das nach den vielen Jahren jetzt hier überlagert von... Überlagert. Das ist, Tatsächlich ist es jetzt umgekehrt geworden, wenn ich in Irak eine lange Zeit bin, Urlaub oder willst du hier nach Hause, Aufenthalt, dann will ich nach Deutschland. Und dann trauere ich dann auch eben nach banalen Dingen. Wie geht es deinen Eltern in diesem Punkt? Sind die da auch sozusagen hier komplett angekommen wie du? Oder ist das ein bisschen zwiespältig an dieser Generation? Das ist eine sehr gute Frage, weil da merkt man schon den Unterschied. Die haben ja, ich habe zum Beispiel bis zur dritten Klasse in Irak gelebt. Sie haben 40 Jahre in Irak verbracht und dann kam die nach Deutschland. Und diese 40 Jahre sind durch die letzten jetzt 20 Jahre, die wir hier verbracht haben, nicht zu ersetzen. Und dementsprechend vermissen sie sehr vieles dort. Sie haben ihre kompletten Familien, also Geschwister, die Eltern sind jetzt alle verstorben, aber die Geschwister und andere Verwandte. Und dann vermisst man das natürlich, weil man hat um jede Ecke eine Geschichte. Und hier in Deutschland hat man weniger Geschichten. Bei mir ist es jetzt inzwischen umgekehrt. Ich habe hier mehr Geschichten als dort. Ja, ja. Was hast du in Erinnerung, wie kam das? Bist du dann relativ schnell in die Schule gekommen oder verging dann erstmal eine gewisse Zeit? Oder war das auch so eine Art Schwupps ins kalte Wasser schubsen? Du hast auch drei Brüder, denen ging es ähnlich, aber erzähl von dir. Also ich war 10 Jahre alt und mein Alter war nicht ausreichend für einen Sprachkurs, auch nicht an der Schule. An der Grundschule gibt es sowas wie einen Sprachkurs nicht. Bei meinem Bruder gingen die für 3 Monate in einem Sprachkurs, wo man wirklich nur die Grundlagen gelernt hat und dann wurde man dann direkt ins Unterricht gebracht, normaler Unterricht. Bei mir war es so, ich war sofort im normalen Unterricht, in der 4. Klasse. Das ist sehr schwierig. Ich musste am ersten Schultag, das war übrigens nach ungefähr 1-2 Monate ankommen in Deutschland, das war in den Sommerferien, dann musste ich sofort in die 4. Klasse, nach den Sommerferien, musste ich mich vorstellen vor der Klasse. Also ich kam rein, mein Vater hat mich reingebracht und die Lehrerin meinte zu ihm, er soll sich vorstellen, zumindest seinen Namen. Und ich stehe da und ich habe angefangen zu weinen, weil ich wusste nicht, was ich sagen soll. Mhm. Die Gesichter waren fremd. Mhm. Alles nette Menschen, Kinder natürlich, aber fremd für mich. Also alles ist fremd gewesen. Und diese Konfrontation als Einzelner gegenüber einem Kollektiv ist sowieso auch schwierig. Klar. Ja, und das ist tatsächlich so gewesen, dass an unserem Dorf sehr, sehr wenige ausländische Familien gelebt haben. Also das Erlinghausen heißt das Dorf und da waren sehr, sehr wenige, 3 oder 4 ausländische Familien. Hat sich das dann in der Schulklasse aber relativ schnell ergeben, dass du dich wohler gefühlt hast, dass es gab? Und, ich kann das jedem auf dem Weg mitgeben. Sport hat da entscheidende Rolle gespielt. Also entweder Fangen oder Fußball hat eine entscheidende Rolle gespielt. Am Anfang war es so, dass ich mich gar nicht getraut habe, rauszugehen, auch nicht mal in die Pause. Normalerweise haben die Kinder die Pause geliebt, ich habe sie gehasst. Mhm. Weil in der Pause hatten die anderen die Möglichkeit, mit mir zu reden. Das wolltest du vermeiden. Genau, weil ich konnte nicht antworten, ich habe nicht verstanden. Und dann war es immer so ein Halbkreis um mich und ich sehe so bewegende Gesichter und Mund. Und ja, das ist halt sehr unangenehm. Ich verstehe, das ist ja nur neugierig. Das ist ein neugieriges Verhalten. Also sie möchten wissen, wer das ist, was er denkt. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass ich nicht reden kann. Also tatsächlich, dass ich nicht antworten kann. Und dem war es aber so. Deshalb habe ich mich in den Büschen versteckt am Anfang. Auch in den Pausen, weil man muss raus aus der Klasse, damit man sich bewegt. Da habe ich mich versteckt, das vermieden, aber das hat nur eine Woche gedauert. Dann habe ich mich getraut, besonders beim Fußball, weil ich war. Also in Irak habe ich viel Fußball gespielt und dann war ich auch gut. Dann haben die sich gefreut, ja, neue Spiele und so. Hast du auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht dann in der Schule? Würdest du ja sagen, irgendwann habe ich gemerkt, es sind Kinder wie ich. Die wollen spielen, die sind schlauer oder ein bisschen weniger schlau. Und ich habe tatsächlich bis 2001 überhaupt nichts Schlimmes erlebt, gar keine negative Erfahrung gehabt. Mein Vater oder meine Eltern beide wollten noch, dass wir komplett in diese Gesellschaft ankommen. Sie haben uns geschickt, zum Beispiel, ich glaube, nach ein paar Monaten, im Winter war das irgendwie, auch erstes Jahr, in Deutschland hatten wir Klassenfahrt nach Stadt Aachen, nicht Aachen. Und mein Vater sagt, du gehst hin. Nein, ich kann keine Sprache, ich verstehe nicht, wie ich mich erklären soll, auch bei Essgebote, religiöse Sachen auch. Ich war ja noch ein Kind, aber trotzdem, ich habe nichts verstanden.
Und trotzdem sagte er, du gehst ja nur so, lernst du. Und da bin ich hingegangen. Essgebote, das heißt, ihr seid, ihr lebt als gläubige Muslime. Ja, also meine Eltern haben dafür gesorgt, dass wir die Religion aufbewahren und beziehungsweise auch bewahren. Und das war tatsächlich so, schien so wie zwei Welten. Zu Hause ist eine Welt, wo man dann die Kultur, das Arabische, also die Sprache und die Religion so absichern wollte. Und draußen eine andere Welt. Und die haben wir getrennt. Also es war wirklich alles privat. Meine Freunde wussten gar nicht, dass ich zum Beispiel faste oder bete oder sonst was. Das habe ich gar nicht gezeigt, weil ich nicht diese Unterschiede im Vordergrund stellen wollte. Mein Vater meinte zu uns, wir sind hier Gäste, wir verhalten uns so unauffällig wie möglich. War das richtig so oder hättet ihr aus jetziger Sicht im Nachhinein vielleicht auch etwas offensiver mit dieser Religion, die in Erscheinung tritt, nicht im Sinne von, dass du andere bekehren willst oder sowas, aber dass das einfach etwas sichtbarer wird, wäre das vielleicht besser gewesen? Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo wir das eher als Privatsache gehalten haben, sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Es gab Sicherheit, Geborgenheit. Ja, man hat es für sich behalten. Und dann hat man das geteilt, was die anderen alle gemacht haben. Sport, Veranstaltungen, Klassenfahrten, hat man mit denen so weit wie möglich mitgemacht, mitgestaltet, ohne dass man gezeigt hat, ja, jetzt nehme ich zum Beispiel nicht teil an dieser Sache, weil ich anders bin. Haben wir nicht gemacht, weil wir versucht haben, das zu teilen eher. Und das, laut dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, persönlich, subjektiv, kann ich sagen, es war sehr, sehr gut, dass es so ist, weil ich habe dadurch sehr viele Dinge erlebt, also oder auch gelernt. Die Sprache habe ich innerhalb von einem Jahr gelernt, sodass ich dann in der 5. ganz gut zurechtkam. Ich hatte einen Durchschnitt von 2,3 oder 2,4. Wahnsinn. Ja, das hat aber damit zu tun, dass man sich integriert hat. Nicht, dass ich unbedingt jetzt der Schlauste bin. Nein, es hat damit zu tun, dass man die Sprache gelernt hat, dass man integriert hat, mit den Jungs alles unternommen hat. Ich habe mich in einer Gemeinde, christlichen Gemeinde, angemeldet, dass wir ein bisschen Sportaktivitäten haben, dass wir mehr Kontakt mit der Außenwelt auch haben. Weil wenn man sich abschottet, was aber eigentlich auch einfacher wäre, da hätte ich weniger geweint oder diese unangenehmen Situationen erlebt, dann hätte man vielleicht viel mehr gebraucht an Zeit. Nenn mal eine bitte. Was? Eine unangenehme Situation, an die du dich erinnerst, so an... Ja, in den Klassenfahrten zum Beispiel, also auch die erste Klassenfahrt, es ist ja nicht unangenehm, es war alles so schön, aber diese Sehnsucht und dieses Fremdengefühl... Ach so, dieses... Genau, aber ab 2001 waren dann andere Erlebnisse, das war dann diese rassistischen Situation, die man nicht gerne, also man hätte ja auch darauf ganz gut verzichten können. Und das war tatsächlich an einem Tag direkt vom 11. September. Als wir zur Schule gegangen sind, am selben Tag noch, am nächsten Tag war das, genau, kam der Lehrer und hat mir eine Zeitung auf den Tisch geknallt und meinte, guck mal, was deine Leute gemacht haben. Da warst du 11. Ja, 11 war ich da. Und ich saß wirklich so, wie ich jetzt sprachlos bin, saß ich auch davor, ich schaue mir das an und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Weil, also auch wenn ich, okay, Deutsch gelernt habe und ich kam zurecht, aber es war nicht auf dem Niveau, dass ich mich erklären konnte. Und in der Pause haben Freunde von mir angefangen, mich zu beleidigen und ich habe es nicht verstanden. War das in gewisser Weise eine Zäsur, der 11. September 2001? Hat sich danach konstituell etwas geändert? Ja, sehr stark. Also nicht nur auf mich bezogen. In der Gesellschaft hat man das gesehen. Man hat zu meiner Mutter, die Kopftuch trägt, anders geschaut. Die wurde in dem Bus zum Beispiel angesprochen, beim Einkaufen. Und also wenn ich ein bisschen Deutsch gelernt habe, konnte sie wirklich null Deutsch. Weil es schwierig ist bei den Älteren. Bei den Kindern lernen viel schneller. Durch die Schule. Ja, dann kamen sie einfach mit roten Augen nach Hause. Und wir sehen das ja, wir erleben das ja mit. Wir bekommen das ja mit als Kinder. Vielleicht manchmal nicht direkt, im Nachhinein. Vielleicht nachts, wenn man so im Nebenzimmer, im Schlafzimmer von den Eltern, man hört, wie die darüber quatschen oder sich austauschen. Aber man bekommt das aber mit. Man lebt ja zusammen als Familie und man bekommt das mit. Und dann prägt das einen schon irgendwo. Meine Schwester war zum Beispiel 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, irgendwie so. 3 Jahre alt. Und davor kamen zum Beispiel die Nachbarn immer, die Kinder, oder auch ihre Eltern, und haben einfach bei uns angeklopft, meinten, ja, Budur heißt sie. Ja, bringt Budur doch mit, die soll mal spielen.
Und danach gab das nicht mehr. Sie kam dann nicht mehr. Es kam einfach nicht mehr. Wann hast du denn gemerkt, dass das Thema Islam in Deutschland eine immer wieder kommende oder jeden Tag stattfindende Diskussion? Ab dem Tag, weil unser Treffen in den Moscheen, zum Beispiel mein Vater hat uns extra gefahren jedes Wochenende nach Bargwede, das ist auch Viertel in der Nähe von Bielefeld und auch 20 Kilometer ungefähr von Enninghausen, von dem Dorf, hat uns hingefahren, damit wir ein bisschen noch von der Religion mitbekommen, Veranstaltungen. Und das war am Anfang so spirituelle Art, das Treffen. Mit der Zeit wurde es dann politischer. Man hat sich darüber unterhalten, was hast du heute erlebt für Situationen. Ach, ich wurde heute angesprochen wegen dieser Sache. Was hat zum Beispiel dieser Anführer gesagt? Was hat der religiöse, Gelehrte dazu gemeint? Zu diesem Also es wurde immer politischer. Davor war es so wirklich Austausch. Man hat einen Vortrag vielleicht gehört, religiösen, man hat gebetet, man hat gegessen, man hat sich ausgetauscht über den Alltag und dann ist man nach Hause gegangen. Dann hat sich das aber entwickelt. Und seitdem habe ich dann das Gefühl gehabt, auch als Jugendlicher tatsächlich. Man nimmt an diesen Gesprächen nicht teil, man bekommt es aber mit. Wir waren dort, um zu spielen, wir Jugendliche. Also Kinder waren wir auch noch. Aber man bekommt das mit durch die Gespräche und so weiter und so fort. Und man lernt auch. Also wenn ich zum Beispiel eine Argumentation von meinem Vater gegenüber seinem Freund gehört habe bezüglich irgendeiner Sache, habe ich sie kopiert und den Schülern in der Schule gesagt. So, man hat gemerkt, dass das Thema Islam ist, ja, hat die ganze Welt mit reingezogen in diesen Kampf. Später dann, da will ich aber später genauer drauf zurückkommen, hast du ja enorme politische Aktionen veranstaltet mit Freunden und deinen Brüdern, die auch landesweit Aufsehen erregt haben. Aber ich möchte mich da jetzt so ein bisschen hinbewegen, bis wir an den Punkt kommen. Wie würdest du denn sagen, in dieser Zeit nach 9-11, also es ist ja vollkommen klar, das muss man eigentlich nicht sagen. Es gibt Menschen, die machen gerne dies, machen jenes, essen das gerne, fahren dahin den Urlaub und sowas. Nur, glaube ich, bei Muslimen glaubt man immer, das ist eine wahnsinnig homogene Truppe. Alle ticken so und alle ticken so. Wie würdest du die muslimische Gemeinde in Deutschland beschreiben? Wie heterogen oder wie homogen ist diese Gruppe? Sie sind sehr vielfältig. Also das bekommt man vielleicht nach außen nicht mit. Aber sehr vielfältig, also unabhängig auch von den Nationalitäten. Und jeder hat seine eigene Interpretation auch von dem Islam. Seine eigene, wirklich subjektive Interpretation von dem Islam und auch wie er das auslebt in dem Alltag. Haben wir auch innerhalb des Islams sehr viele verschiedene Gruppen in ihrer Ideologie, in Mentalität. Ich rede jetzt nicht von Konfessionen auch, sondern tatsächlich auch subjektive Gruppen. Du findest eine Gemeinde, die in einem Dorf ist, die tickt anders als wie eine Gemeinde, die in einer Großstadt ist. Weil Religion, und das nicht nur bei dem Islam, sondern bei vielen Religionen, passt sich ihrem Umfeld auch irgendwo an. Und im Islam ist das auch so. Man bekommt das vielleicht nicht so stark mit, aber es ist so. Es ist wirklich so. Leider sind die Lautstarken, die, wenn man das so sagen kann, die Bösen, das sind die, die gehört werden. Das sind die, die sich selber einbringen und offensiv agieren, wie zum Beispiel die radikalen, konservativen Kräfte unter den Muslimen. Mit Böse meinst du eher die sozusagen problematische Positionen vertreten und sie problematisch in die Gesellschaft irgendwie stellen. Genau. In der Gesellschaft Ja subjektiv, auch die Wahrnehmung, ob es böse ist oder nicht böse, aber das sind die radikalen Ansichten. Ja. Gibt es denn trotzdem Gemeinsamkeiten jenseits des Glaubens aller Muslime, also dass man sagen kann, nein, die leben das so und die leben das so, wie du das gerade schilderst, aber trotzdem gibt es irgendwie was Verbindendes? Klar, es gibt viele Sachen, die verbinden. Es gibt zum Beispiel Rituale, die verbinden beim Gebet, Fasten zum Beispiel. Der Koran verbindet alle sowieso. Die Muslime, die einigen sich alle bei diesen Dingen. Da geht es nur um die Interpretationen, dann die Unterschiede. Die Kultur irgendwo auch. Zum Beispiel das Temperament, die Emotionen, wie sie das ausdrücken. Das alles sind Gemeinsamkeiten mit den Muslimen. Also da merkt man auch schon, die sind irgendwo dann gleich. Aber ich glaube, da sind die Unterschiede viel größer als die Gemeinsamkeiten.
Dann machen wir doch jetzt mal diesen Schritt, weil du sagst, die Bösen, die Problematischen, irgendwann hast du gemerkt, es läuft was schief. Einerseits die Wahrnehmung hier im Westen vom Islam, andererseits aber das tatsächliche Wirken von Gruppen, die sich im Auftrag des Islams wähnen. Kannst du das auch nochmal genau schildern, wie dir das aufgefallen ist, dass da einfach was nicht zusammenpasst, diese Religion und die Dinge, die im Nahen Osten passiert sind? Wie, das muss ja so ein Bewusstseins, wo man so irgendwie merkt, huch. Der Anfang war, also dass ich mich überhaupt für die Religion interessiert habe, war, wie gesagt, der 11. September, man hat dann alles mitbekommen, diese Entwicklung. Und man wurde einem immer wieder gesagt, Moslem. Auch wenn nicht direkt verbal, aber man hat es mitgeteilt bekommen. Dann hat man angefangen, automatisch mit seiner Religion zu beschäftigen. Und dann hatte man mehrere Wege. Entweder man bildet eine Front mit seinen Glaubensbrüdern gegenüber alle anderen Nicht-Muslime. Das ist ein leichter Weg, weil man hat irgendwo dann Rücken und Stärke als Gruppe. Man hatte den Weg, zum Beispiel zu sagen, ich möchte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, ich möchte mich nicht erklären, ich möchte nichts machen. Man hatte den Weg auch zu kämpfen, zu sagen, meine Religion ist mir wichtig, aber ich lebe in dieser Gesellschaft und die sollen mich auch akzeptieren. Muss ich aber dafür was machen, was arbeiten, was tun? Mehrere Wege, es sind jetzt nur drei ganz schnell erklärt. Ja. Und wenn man diesen Weg genommen hat, wo man sagt, mir meine Religion ist wichtig, aber auch die Gesellschaft, in der ich lebe, ist wichtig, dann hat man es schwieriger, viel schwieriger als die anderen Gruppen. Und dann muss man halt auch schauen, ja, wie geht man Kompromisse ein? Und wo liegt das Problem überhaupt? Man muss es identifizieren. Man muss auch selbstkritisch mit sich selbst auch umgehen, mit seiner Religion. Und hier entstanden eigentlich die ganzen Probleme. Wir haben damals, das Erste, was mir die Augen aufgemacht habe, hat, wie konnte es sein, dass Muslime, andere Muslime abschlachten? Das hat ja mit Muslimen angefangen, unter Muslimen. Abschlachten im Namen Gottes. Ja, ich glaube, weltweit sterben die meisten Muslime durch Muslime. Genau, das muss man auch so erwähnen. Also das ist ja tatsächlich nicht ein Kampf zwischen dem Westen und dem Osten, zwischen Islam und Nicht-Islam, sondern es ist auch ein innerislamischer Kampf, ein sehr, sehr starker innerislamischer Kampf. So hat es auch gestartet. Weil die einen sagen, ihr alle seid abtrünnig geworden, die anderen Muslime. Unsere Interpretation ist die richtige. Wir müssen einen Staat errichten und so weiter und so fort. Diese Ideologien und alle, die dagegen waren, waren dann abtrünnig und gehörten getötet werden. Das hat mir die Augen aufgemacht. Wie kann es sein, dass Muslime andere Muslime töten, sich auf den Koran berufen oder islamische Werke oder auf Gott oder auch was immer, Mohammed, der Prophet? Da habe ich die erste Diskussion mit meinem Vater geführt, mit meinen Eltern. Ja, das sind Leute, die ein bisschen radikaler sind, die schauen sich... Aber das war mir nicht genug. Ich wollte gucken, haben wir wirklich solche Inhalte? Und ja, man war dann schockiert, dass man sowas gefunden hat. Mhm. Man muss ehrlich zugeben. Du hast dir dann mit Freunden und deinen Brüdern etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es fand, glaube ich, in Essen statt. Ja. In der Stadt Essen. Schilder uns ganz kurz, was habt ihr da gemacht? Ja, davor vielleicht kurz, wir sind auf die, als wir das erkannt haben und gesehen haben, es gibt eine Spaltung in der Gesellschaft. Wir haben radikale Kräfte, Konservative innerhalb des Islams, sich mehr etablieren, diese Front, die ich erwähnt habe, diese Glaubensbrüder, die eine Front bilden. Und wir haben auf der anderen Seite rassistische Kräfte, die immer stärker wurden und nicht zuletzt gemündet in eine Partei im Bundestag oder auch in Pegida davor. Und diese Spaltung war uns bewusst und das haben wir gesehen. So, die Argumente dieser Seite. Also das heißt, Entschuldigung, die Bilder, die hierher gelangt sind von den Enthauptungen, waren sozusagen auch Nährboden dafür, dass sich hier in Deutschland radikalere Parteien gebildet haben. Oder? Ja, weil es kam auch ja wenig von den Muslimen. Das wurde ja argumentiert oder wurde als Argument verwendet. Deshalb waren unsere ersten Bemühungen gingen darum, dass wir auf die Organisationen, Institutionen gegangen sind und wollten eine Großdemo haben, dass wir zeigen, es gibt sehr viele Muslime, was es auch tatsächlich gibt, aber nicht organisiert. Die das nicht will. Genau. Mhm. Und dass diese Argumentationsbasis den Rassisten entnimmt oder entzieht, ist uns nicht gelungen. Aus verschiedenen Faktoren haben wir gesagt, okay, wir machen trotzdem was.
Und war nicht einfach. Jugendliche, muss man sich vorstellen, ohne Rücken, ohne finanzielle Mittel, ohne Vitamin B, also Bekanntheiten oder Kontakte oder sowas, eine Stimme zu erheben. Dann dachten wir, wie machen wir das? Und dann haben wir beim Freund einen Abend so ein Shisha, so eine ganz chillige Runde, haben wir uns die ES-Videos angeschaut. Das war das erste Mal, dass ich diese Inhalte dann rezipiert habe. Ja, ist nicht schön. Verbrennung von den Piloten, den jordanischen Piloten zum Beispiel, die Enthauptung von Soldaten, ja, oder auch, ja, unschuldige Menschen, solche Sachen. Und wir haben darauf geachtet, was verwenden diese Leute an Stilmittel? Und das wollten wir auch verwenden. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, das Wichtigste ist, all das, was wir sehen, ist in den Medien viel zu weit entfernt. Man sieht es, man liest es, man hört es, man spürt es nicht. Aber der IS versucht bei den Menschen genau das zu vermitteln, diese Emotionen. Man versucht so durch Slow-Motion-Aufnahmen, durch Nahaufnahmen, die wirklich die Mimik und Gestik des Opfers zu zeigen. Das ist sehr makaber, das ist nicht schön, aber es hervorruft Ängste. Es bringt das Ganze so nah und lebendig rüber, dass die Leute Angst haben vor dem IS. Naja, und das haben wir versucht ungefähr nachzuahmen, indem wir sagten, okay, wir bringen diese Hinrichtungen, diese Szenen aus den Medien, Fernsehen, Print, keine Ahnung, aus dem alles, was medial ist, auf die Straße. Wir machen das omnipräsent. Ja, wir wussten gar nicht, dass die Idee ja so interessant auch für die Sicherheitsbehörden wäre. Aber auf jeden Fall haben wir damit sehr viel aufgewirbelt, weil es waren die ersten Aktionen in ganz Europa dieser Art. Damit hat man nicht gerechnet, wir selber auch nicht. Also ihr habt das sozusagen nachgespielt in der Essener Innenstadt. Leute blieben stehen, ja, waren irritiert. Ja, die haben Polizei angerufen, mehrere hunderte Anrufe. Laut Polizei, aber damit sind natürlich noch viele Anrufe, sind eingegangen, der IS ist in der Stadt. Tatsächlich wollten wir das auch erreichen, weil wir haben alles in der Nebengasse vorbereitet, zum Beispiel Overalls, ja, ja, IS-Anzüge, Messer, Pistole, was ja keine Pistole ist, Software, sind wir von der Nebengasse genau in die Fußgängerzone. Und das ist der Ort, wo am meisten Leute Samstag oder auch Freitag unterwegs sind zum Einkaufen. Und zwar am Samstag. Ja, da war die Hölle los. Was passierte dann in Folge? Wurde befragt, festgenommen oder? Nicht festgenommen, nein. Es passierte nichts, erstmal gar nichts, weil wir das Video ja nicht veröffentlicht haben. So, dann haben wir das Video veröffentlicht und das war wiederum Schicksal, Zufall, keine Ahnung, dass eine Woche danach, ungefähr nach der Veröffentlichung des Videos, Charlie Hebdo stattgefunden hat. 2015, Januar. Januar, genau. Genau. Und dann da kamen die ganzen Medien. Die Bild-Zeitung waren eben, also so am schnellsten, die mögen solche Dramaturgie, kamen sofort und wollten Interviewbilder. Dann kam Sat.1, RTL und die ganzen Medien natürlich. Ja, und dann Jugendliche, die noch nie Medienerfahrung hatten, sich gar nicht vorgestellt haben, dass es so viel ausrichtet, was sie gemacht haben, dass überhaupt das, was sie sagen und diese Nähe tatsächlich dann in Realität zu einem Anschlag führt. Also wir sind ja nicht schuld daran, aber es kam dazu dann in Europa. Also das, wovor wir gewarnt haben, da waren wir selber schockiert und überfordert. Und ja, viele sind dann abgesprungen, weil zu viel Druck. Also es kam ja dann noch irgendwie Kritik und Rohnachrichten und Anrufe von allen Seiten etwas. Der Titel deines Buches, Möge Allah dich in die, ja, tiefste Hölle schicken, ist eine Reaktion. Genau, ist ein die Kommentar. Du auf, ja, Facebook, glaube ich, bekommen, ja, hast von einem Glaubensbruder, muss man ja so sagen. Mhm. Das ist eine unschöne Seite dabei, dass ihr auch festgestellt habt, dass es nicht, dass es auch Muslime, ja, die das ablehnen, was ihr gemacht habt. Ja, ja, der Knackpunkt war die Selbstkritik. Man kannte es nicht, dass man als Moslem, wir reden jetzt nicht von Ex-Muslimen oder Islam-Experten, wir reden von einem Moslem, der dann die Stimme erhebt und Selbstkritik ausübt. Das war nicht ganz so üblich. Und das war der Knackpunkt, warum auch Kritik kam, weil die meinten dann, ihr bekämpft den Islam, indem ihr zugibt, dass wir radikale Inhalte haben. So. Und das war der Knackpunkt, warum wir überhaupt
Kritik erhielten, Drohungen und so weiter und so fort. Haben wir vielleicht nicht so schlau gemacht, ich weiß es nicht, aber das war notwendig, fand ich persönlich. Könnte das ein Punkt sein, warum die Diskussion um den Islam in Deutschland oder auch in anderen Ländern immer wieder neue Nahrung findet, darin, dass, oder dass zumindest der Vorwurf, ob er stimmt, kannst du uns vielleicht sagen, dass der Vorwurf zutrifft, dass sich die Muslime zu wenig kritisch mit ihrer Religion und mit ihrer mit ihrem Hiersein befassen? Das kritisch, Ding, dass sie das kritisch reflektieren? Ist das, ja, trifft dieser Vorwurf zu? Ja, aber das Ding ist, Muslime im Allgemeinen haben wenig mit ihrer Religion zu tun, so wie die Christen und andere Glaubensrichtungen. Man beschäftigt sich nicht so viel mit der Religion, auch wenn sie präsent ist im Alltag. Aber es ist ja nicht so, dass man erst nachdenkt und irgendwie vielleicht recherchiert oder liest oder so. Nein, man lebt einfach, man erbt sie erstmal von den Eltern, die Eltern von den Großeltern und so weiter und so fort. Und man lebt sie als Kultur, als eigene Kultur. So lebt man die Religion. Wenn wir kritisieren, dann meine ich auch diese einfachen Menschen nicht, die wir vielleicht hier auf die Straße sehen oder auf der Straße sehen und die vielleicht mal Kopftuch tragen, mal nicht, mal Alkohol trinken, mal nicht, sich mehr oder weniger an die Gebote halten oder auch nicht. Das sind die normalen Muslime. Die meine ich gar nicht. Und das ist auch verständlich, dass sie sich mit ihrer Religion nicht wirklich beschäftigen. Und sie möchten auch mit dem Terror und mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben. Aber meine Kritik oder das, was leider gehört wird, sind eher die organisierten Muslime. Und die gehören Institutionen zu. Und die sind wiederum politisch auch aktiv. Und unter ihnen gibt es diese radikalen Kräfte. Das sind laut den Statistiken 20% ungefähr, die zu einem bestimmten Dachverband gehören oder einer Gemeinde. Nur 20% der Muslime. Aber sie werden tatsächlich wahrgenommen. Viel stärker als die anderen, die untertauchen, weil man sie nicht unterscheidet von den anderen. Die leben einfach ihren Alltag. Möchten mit diesem ganzen Chaos nichts zu tun haben halt. In Deutschland und ich glaube weltweit diskutiert man im Moment sehr viel über die Rolle der Frau, ja. Frauen. Und hier ist es, wenn auch einiges da im Argen ist, doch eher so, dass Frauen ganz normal auch im Alltag in Erscheinung treten, durch alles Mögliche. Das ist immer wieder auch so ein Punkt, der fällt, dass egal jetzt, ob liberal, ein Muslim liberal ist oder weniger liberal, dass es da so ganz eindeutige Unterschiede gibt. Ist das eine vollkommen falsche Wahrnehmung oder ist das auch eine Generationenfrage, die sich jetzt mit der Zeit auch langsam sozusagen auswächst? Wie siehst du das? Ja, du ziehst mich in ein heikles Thema. Das ist sehr kritisch, das Thema. Es ist tatsächlich. Aber wenn es so ist, muss darüber gesprochen werden. Klar, also, das ist also ja nicht ein sehr wichtiges. Ja, wir wollen das ja nur anstoßen, damit das. Ja. Was du erwähnt hast, gibt es auf jeden Fall. Die Unterschiede sind noch stark. Ja. In der islamischen Community ist es so, dass das ist eine Community, die Männer geprägt ist. Und die Frau hat da. Ich muss sehr vorsichtig formulieren, also weniger Stellung, weniger starke Stellung als der Mann. Das gilt in der Religion, aber auch in der Kultur so. Es ändert sich, ja, man merkt von Generation zu Generation wird es anders. Die Jugendlichen hinterfragen vieles, sind kritisch, erzwingen auch vieles, aber die leiden auch darunter sehr stark. Thema Kopftuch, Beziehungen. Heikles Thema Beziehungen, weil das Herz kann man nicht kontrollieren. Man verliebt sich in einem Andersgläubigen und dann Problem. Ist das per se ausgeschlossen im Islam? Dass man einen Ungläubigen als Partner Frau, oder Partnerin? Für die Frau ja, für den Mann gibt es graue Zonen. Da kommen wir zum heiklen Thema. Ja. Also eine Frau darf nicht einen Andersgläubigen heiraten oder als Freund nehmen? Der Mann schon. Ja, leider. Warum ist das so? Das ist ja wahrscheinlich nicht irgendwo im Koran kodifiziert, oder? Nein, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, ich bin kein Theologe jetzt in dem Sinne, aber ich sehe das auch kritisch. Warum ist das so? Können solche Phänomene mit ein Grund dafür sein,
dass dieses Thema gehört der Islam oder nicht oder so, oder dass das immer wieder, also dass es da einfach so schon wichtige gesellschaftspolitische Punkte gibt, die ungeklärt sind, sage ich jetzt mal. Ja, man redet nicht darüber, weil das etwas Kritisches ist und etwas, worüber man nicht gerne redet. Und wir versuchen, das zu vermeiden. Aber wäre das nicht auch die Aufgabe dieser Verbände, von denen du gesprochen hast, die ja eine gewisse öffentliche Stimme haben, dass sie selber diese Diskussion suchen, auch wenn sie, sag ich mal, in der Position sind, die ein Gegenmodell hat zu dem, wie es hier im Westen gehandhabt wird? Also wir haben ja immer zwei Optionen, bei vielen Sachen, aber auch in dieser Religion, jetzt bezogen auf den Islam. Die Option, unsere Religion und diese konservativen Gebote durchzuboxen in dieser Gesellschaft, oder wir haben die Option, uns anzupassen, progressiven Schritt mitzumachen. Die Verbände, das sind ja die ihre Position bewahren wollen, weil sie sehen sich auch gefährdet in ihrer Position, wenn sie immer wieder diesen progressiven Schritt mitmachen. Sie sind konservativ und versuchen sozusagen, das alles beizubehalten. Aber die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht so aus, dass die Jugendlichen gerne ihre Freiheiten ausleben wollen. Die Jugendlichen sich auch frei verlieben wollen. Die Jugendlichen auch. Eine Frau sieht ihre Benachteiligungen durch ihr Kopftuch, möchte zum Beispiel darüber reden. Nicht, ob sie es entscheidet, abzutragen oder nicht, ist ihre eigene Sache. Als Mann habe ich damit nichts zu melden oder gar nicht darüber zu urteilen. Aber sie möchte darüber reden. Und das Reden ist schon schwierig. Weil der Vater in der Situation ist überfordert, geht zu dem Gemeinde, Hodja nennt man ihn, Gelehrten, der verantwortlich für eine Gemeinde, fragt ihn, meine Tochter will das und das. Oder hat sich verliebt, was soll ich machen? Und dann kommt halt diese konservative Meinung, ja, das ist Tabu, das ist Haram, wie können Sie? Und so weiter und so fort. Und das reflektiert der Vater dann wiederum oder bringt das weiter nach Hause. Mhm. Genau, und dann ist es halt so, dass dies. Ein anderer Hodja würde vielleicht was anderes sagen. Ist das so? Ne? Das ist es, ja, das ist es. Und wir müssen eigentlich die Realität akzeptieren. Es gibt eine Anpassung, eine gewisse Anpassung. Wir dürfen sie nicht so stark bekämpfen. Wir müssen sie akzeptieren, weil früher oder später wird sie siegen. Es dauert aber Generationen und es werden viele leiden darunter. So. Aber es gibt eine Anpassung. Um dann nochmal ganz konkret zu fragen, gibt es tatsächlich, achso, da sagtest du weißt es, die Frage wäre ja, gibt es tatsächlich einen Text im Koran, der das vollkommen untersagt? Dann kann sich, glaube ich, niemand darüber hinwegsetzen. Oder ist die Formulierung so, dass es eine zeitgemäße Interpretation ist? Also der Bedarf, aber die zeitgemäße Interpretation findet nicht statt. Das muss man, finde ich, klären und das, finde ich, müssen auch Muslime den Nicht-Muslimen vermitteln, um was es da genau geht. Ja. Da müssen die genau die Texte, müssen sagen, hier, das sind die entsprechenden Texte, auf die wir uns beziehen. Da müssen wir jetzt irgendwie schauen, finden wir da eine zeitgemäße Antwort drauf oder ist es in Stein gemeißelt und dann müssen wir auch eine Antwort drauf finden, eine andere. Ja, ich glaube, was wir vergessen ist, dass der Islam gar nicht so alt in Deutschland ist. Der kam ja mit den Gastarbeitern. So, ich finde das alles noch, okay, hört sich blöd an, aber ich glaube, wir werden noch viel mehr Zeit brauchen, um dass der Islam wirklich ankommt hier in Deutschland. Zwar hat man gesagt, der Islam gehört oder zu Deutschland, was ich nicht unterstreichen kann, aber die Muslime gehören inzwischen zu Deutschland. Es gibt auch Konvertiten, die hier leben. Da kann man die nicht einfach so ausweisen. Die leben nun mal hier und die kennen den Islam inzwischen. Das hat sich auch etabliert als Religion. Aber wir sind noch, diese Religion ist noch ziemlich neu. Dass sie überhaupt sich so dementsprechend anpasst an die Kultur hier, an die Tradition, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir kommunizieren jetzt offen, was sind unsere Texte, was sind unsere Quellen, was sagen sie aus, wie können wir sie zum Beispiel überarbeiten, wie können wir sie vielleicht anpassen, gerecht der Gesellschaft, in der wir leben. Darüber diskutiert man leider viel zu wenig und das wird blockiert. Weil das Problem an dem Koran oder bei den Muslimen an dem Koran ist so, das ist etwas Heiliges für uns. Wir können das nicht ändern einfach so. Aber das müssen wir auch gar nicht, sondern die Interpretationen sind das Wichtige. Wir alle haben die Entstehung des Islams nicht mitbekommen, mit unserer Sinne gar nicht wahrgenommen. Wir reden von hier Büchern, die über Generationen irgendwie weitergegeben wurden. Vielleicht ist alles mündlich. Also wissenschaftlicher Basis ist es schwierig, wie bei allen Religionen. Daher reden wir über das und nicht über den Koran. Ja.
wollte noch mal auf das Wort Integration eingehen, was du jetzt mehrfach erwähnt hattest. Integration hört sich ja erstmal so an, es gibt etwas Bestehendes, dann kommt etwas und verschwindet dann irgendwann in dem Bestehenden. Ich würde, oder auch in dem Wort Toleranz, was du verwendest, finde ich manchmal auch ein bisschen kritisch, weil ich finde, Toleranz ist ein Konzept, wo immer jemand ein bisschen auf jemand anders herabguckt. Ja. Akzeptanz. Oder sagen wir mal so, Toleranz muss immer in Akzeptanz münden. Und zurück zu diesem Integrationsbegriff. Ich finde schon, dass man das nicht als das Bestehende, als einen festen Körper ansieht und dann kommt etwas dazu, dann ist der Körper vielleicht etwas größer, sondern dass das auch verändert wird, dass, da, dass das dynamisch ist, was da passiert, was man miteinander aushaltet und da handelt. Und das, deswegen finde ich diesen Begriff Integration manchmal ein bisschen problematisch. Nichtsdestotrotz die Frage an dich. Was müsste aus deiner Sicht, sind wichtige Schritte, damit solche zumindest integrativen Prozesse oder Austauschprozesse überhaupt stattfinden können? Was läuft schief? Was muss man machen? Also es gibt Dinge, die kann man nicht integrieren. So. Meine schwarzen Haare, mein Aussehen kann man nicht integrieren. Und das werde ich auch weiter erben wahrscheinlich. Gibt es aber auch genug Mitteleuropäer, die... Naja, was ich sagen möchte, es gibt Dinge, die kann man nicht so einfach integrieren. Aber es gibt viele Dinge, die kann man integrieren. Das Problem ist, man weiß nicht, welche Dinge damit gemeint sind. Also die Definition ist so schwammig. Für mich persönlich, ich habe ja diesen Weg, ich bin diesen Weg gegangen in der Integration. Und ich bin jetzt seit 21 Jahren in Deutschland. Ich weiß echt nicht, was als integrierter Muslim gilt oder als integrierter Mensch, Migrant und was nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was die Voraussetzungen dafür sind. Muss ich komplett alles ablegen? Muss ich es anpassen? Mache ich genug? Mache ich nicht genug? Weil das Problem ist, manchmal fühle ich mich integriert, indem ich keine Unterschiede zwischen dir und mir merke. Und ich fühle mich so gleichgestellt und gleichberechtigt. Und wir sind auf einer Ebene und verstehen uns. Und dann passiert etwas. Und dann überraschst du mich mit diesen Unterschieden, wie zum Beispiel einen Anschlag. Das erlebe ich immer wieder. Und dann kommen diese Unterschiede zum Vorschein. Dann sage ich, gestern waren wir doch beste Freunde. Warum kommst du jetzt und sagst, ihr scheiß Moslems? Oder fragst mich so verletzende Fragen. Was ist jetzt passiert tatsächlich? Klar, man weiß, diese ganzen Themen, die Unterschiede kommen dann wieder zum Vorschein. Weil irgendein Ereignis die wieder zum Vorschein gebracht hat. Aber da merkt man, wir haben vieles noch nicht geklärt. Wir haben es nur unter den Teppich gekehrt und wir haben es nicht geklärt. Wir müssen mehr darüber reden, über diese Themen. Klar, es gibt viel wichtigere Themen im Leben, natürlich. Aber damit wir nicht überrascht werden. Ich finde zum Beispiel, wir verstehen den Islam, beziehungsweise der deutsche Staat oder die Gesellschaft versteht den Islam so wenig, dass sie immer wieder überrascht wird. Warum die eine auf einmal jetzt nicht Hand gibt bei der Begrüßung. Du hast ja erwähnt, dass der Schulsport oder das Fußballspielen in der Pause sehr geholfen hat und ganz schnell dazu geführt hat. Vielleicht, wir wissen es auch von Orchestern, die international zusammengesetzt sind. Also es gibt so verbindende Freizeitbeschäftigungen oder auch professionelle Beschäftigungen, die sehr verbindend sind, das gemeinsam Musik machen, gemeinsamer Sport, andere Dinge. Vielleicht muss auf dieser Ebene auch mehr angestoßen werden. Ein Punkt erwähnst du aber, der wichtig ist für die Integration, ist, man hält zur Fußballnationalmannschaft. Ja, so subjektiv. Ja, ich bin ja ein Fußballfan und habe auch lange Zeit Fußball gespielt, also Amateurfußball natürlich, aber es ist mein Hobby. Und ich habe gesehen, Sport im Allgemeinen bringt die Menschen zusammen, egal welche Nationalität, welche Glaubensrichtung, weil man darüber nicht redet. Weil man einfach sich auf eine Sache konzentriert und dann hat man dieses Mannschaftsgefühl. Und dann ist egal, wie der andere aussieht. Hauptsache, er kann den Ball gut kicken. Das ist alles. Okay. Hassan, dann wünsche ich deinem Buch und deinem Anliegen weiterhin viel Erfolg. Wir haben ein paar Themen ein bisschen anreißen können. Es ist natürlich ein unendliches Thema. Vielleicht hast du auch Lust, in ein paar Wochen nochmal zu einem Gespräch vorbeizukommen. Dann greifen wir uns ein spezielles Thema raus und reden darüber ein bisschen. Es ist jedenfalls sehr schön, dass du uns heute besucht hast. Ganz herzlichen Dank und wir empfehlen unbedingt das Buch von Hassan Djawat. Vielen Dank.